Ja, also soziale Medien, das ist gar nicht so einfach zu erklären, haben eine eher lange Entwicklungsgeschichte. Man muss es vielleicht so sehen, dass das Internet oder das World Wide Web, wie wir es in den Anfängen gekannt haben, so um die Jahre 1995 bis 2000, ist eigentlich aus Inhalten bestanden mit Hyperlinks. Das heißt, man hat von einer Seite per Klick auf die nächste Seite einfach weitergelesen. Und um diese Inhalte zu erstellen, war ein gewisses Know-how notwendig. Das heißt, man hat die Sprache HTML beherrschen müssen, auch wissen müssen, wie das mit den Servern funktioniert, damit man also wirklich auch selbst Seiten erzeugen hat können. Und nach der Jahrtausendwende geht dieses Web ein wenig weg von einem reinen Web von Hyperlinks zu einem sogenannten Web of Applications. Applications steht für kleine Anwendungen und das ist unter dem Schlagwort Web 2.0 dann sehr stark bekannt geworden. Ungefähr um 2005 kommt dieser Begriff auf. Und mit diesem Begriff darunter versteht man eigentlich, dass der Benutzer und die Benutzerin plötzlich viel einfacher Inhalte im Web erzeugen können. Man kann sich das vorstellen wie einen Editor, das heißt, wie man es von Textverarbeitungsprogrammen wie Word zum Beispiel kennt, kann man im Web etwas aufrufen, selbst schreiben, speichern drücken und gleichzeitig erscheint dann diese Seite auch genauso, wie man es geschrieben hat im Web. Und mit dieser Änderung sind also auch die sozialen Medien in den Blickpunkt geraten. Und ich möchte jetzt kurz erklären, was also soziale Medien sind. Am besten ist, man stellt sich also drei Achsen vor. Die erste Achse, also hier in diese Richtung, bezeichne ich als Identität. Und Netzwerkmanagement. Was versteht man darunter unter Identitäts- und Netzwerkmanagement? Versteht man Applikationen, die es erlauben, ein User-Profil anzulegen, das heißt also sich selbst dort anzumelden und also heute ganz üblich, dass man ein Profilbild eingibt, sagt, wer man ist und dass er auch Freunde bilden kann, das heißt, dass er sich mit anderen vernetzen kann. Die zweite Achse, die zeichne ich jetzt in diese Richtung. Ist das sogenannte Informationsmanagement. Unter Informationsmanagement versteht man, dass man Seiten hat, Inhalte hat, nach diesen Seiten suchen kann, diese verbinden kann, diese bereitstellen kann und so weiter. Also eigentlich der Kern also einer jeglichen Webseite. Vielleicht am einfachsten kann man sich das vorstellen mit der Wikipedia, wo also hier Artikeln über verschiedenste Beiträge sind. Und die dritte Achse, das Ganze hat also drei Dimensionen, die zeichne ich also jetzt in diese Richtung. Also es geht also auch in diese Richtung, ist der sogenannte Interaktion und Kommunikation. Das heißt, man ermöglicht Usern, miteinander zu interagieren, vielleicht auch direkt zu kommunizieren. Denken Sie zum Beispiel an Chats, private Nachrichten oder sonstiges. Also Interaktion und Kommunikation. Und jetzt kann man also hergehen und verschiedenste Applikationen, wie wir sie heute also im Internet vorfinden, danach klassifizieren und darüber nachdenken, also wo die am besten zu liegen kommen. Typische Beispiele sind zum Beispiel Wikis. Als berühmtester Vertreter die Wikipedia. Das hat also ein hohes Informationsmanagement, es gibt sehr viele Inhalte, jedoch ist die Identitäts- und Netzwerkmanagement vergleichsweise gering und man kann sich auch sehr gering mit anderen unterhalten oder mit ihnen arbeiten. Das heißt, in diesem dreidimensionalen Raum kommt das eher hier zu liegen. Hier ist eine Wolke her und kürzt es zum Beispiel mit Wikis ab. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Weblogs, also diese Portfolios, wo Leute zu irgendwelchen Themen etwas schreiben können. Auch hier hoher Informationsgehalt, aber eigentlich die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, vergleichsweise gering. Dann gibt es natürlich auch noch andere Programme, wie zum Beispiel Microblogging-Dienste, das könnte also Twitter sein. Die sind natürlich so, dass man sich hier wesentlich mehr mit dem User schon hier machen kann und natürlich auch die Interaktion und Kommunikation höher ist. Und das heißt also, die kommen dann schon weiter oben zu liegen. Ich schreibe jetzt bewusst hier Twitter herein, also Microblogging-Dienste. Und zu guter Letzt, also
jene Programme, die wir heute so als typischerweise für Social Software ansehen, das ist natürlich zum Beispiel Facebook, das ist natürlich auch ein sehr hohes Identitäts- und Netzwerkmanagement, legt sich sehr stark auf den User aus, versucht also sehr stark die Interaktion und Kommunikation zwischen den Teilnehmern zu ermöglichen und daher liegt es also in diesem dreidimensionalen Raum hier ganz oben. Ich schreibe auch hier wieder Facebook dazu, als wahrscheinlich der typische Vertreter heutiger Tage für soziale Netzwerke. Wichtig, und das ist das Spannende an diesen, alle diese Applikationen werden eigentlich als Social Software bezeichnet, unterscheiden sich also nur in der Ausprägung. Wir wissen meistens, Social Software verbinden wir automatisch mit Facebook, vergessen aber, dass viele andere Applikationen auch darunter fallen. Ja, also soziale Medien sind grundsätzlich natürlich nicht lebensnotwendig, aber der Mensch selbst ist ein hochgradiges soziales Wesen und daher ist es wenig verwunderlich, dass wir versuchen, auch über die technischen Möglichkeiten hinaus uns miteinander zu verbinden, auszutauschen oder zu interagieren. Das heißt, dass heute sehr viele soziale Medien verwenden, ist für mich also wenig überraschend, sondern eigentlich eine logische Konsequenz. Haben wir uns früher über Brieffreundschaften ausgetauscht, oder irgendwie uns getroffen, so können wir uns auch im virtuellen Raum miteinander treffen und miteinander reden und interagieren und gemeinsam neue Dinge entwickeln und diskutieren. Spannend ist natürlich auch von der technischen Entwicklung her. Wir wissen also alle, dass der Boom dieser sozialen Medien gar nicht so sehr entstanden ist durch das World Wide Web, sondern eigentlich durch die mobilen Endgeräte, wo sie also heute zu jeder Zeit und jedem Ort und vor allem in Pausen oder sonstigen Stehzeiten, wie man es oft gerne sagt, plötzlich über diese Geräte in Kontakt bleiben kann, sei es mit der Familie, sei es mit Freunden oder auch mit Kollegen. Das heißt, soziale Medien, so wie sie heute erleben, werden sich natürlich weiterentwickeln, aber natürlich, ich glaube, nicht mehr wegzudenken aus der Gesellschaft von morgen. Das ist eine schwierige Frage, weil Prognosen natürlich in diesem Fachbereich sehr schwer möglich sind, weil wir auch mit Technologien arbeiten, wo wir wenig wissen, wie sie in Zukunft ausschauen werden. Was abzuschätzen ist, ist derzeit, dass so Entwicklungen wie Wearable Devices immer größer werden. Das heißt, denken wir zum Beispiel an die Google Glass Brille. Und aus der heraus ist natürlich schon, dass natürlich soziale Medien auch dafür natürlich etwas schaffen werden und dass wir vielleicht noch schneller, noch punktgenauer und vielleicht auch noch zeitgerechter informiert werden und auch noch weit, nicht nur mit Menschen, sondern vielleicht auch in Zukunft mit anderen Dingen, das ist das Internet of Things zum Beispiel, miteinander kommunizieren werden und das wird natürlich sicher sehr spannend, aber birgt natürlich auch eine große Herausforderung für die Gesellschaft.